Hallo Leute, weiter geht's bei Paper Mario. Die Sonne scheint, wir haben gute Erde, magisches Wasser und wir haben einen Samen. Und ich dachte jetzt eigentlich, dass wir das hier einpflanzen können. Scheinbar aber nicht. Wir sprechen mal mit der bösen Blume hier. Hey du, jedermann, Held. Du wirst doch sicher einen Insider-Tipp von mir haben, hä? Wenn du an dem Ort mit den vielen abgestorbenen Bäumen einen Brunnen findest, dann wirf etwas hinein. Aber was immer du tust, wirf keine Azurbeere. Haha, ja, ehrlich, glaubst du mir? Hä? Glaubst du mir? Ja. Außerdem muss ich dir noch sagen, dass... Ups, tut mir leid. Alles Weitere ist ein Geheimnis. Aha, also müssten wir da eine Azurbeere reinwerfen. Hätten wir das denn? Nee, hätten wir nicht. Deswegen lassen wir es, glaube ich, auch gut sein. Was sagt denn der Baum? Baum? Vielen Dank, Mario. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Du hast die Wolken vertrieben, so dass die Sonne wieder scheinen kann. Es tut so gut, nach so langer Zeit zu sehen, wie meine geliebten Blütenfelder wieder von Licht überflutet werden. Es geht nichts über den Sonnenschein. Bevor ich es vergesse, wolltest du nicht die Zauberbohne einpflanzen? Jetzt sollte sie gut gedeihen. Ich würde sagen, der beste Platz dafür ist der Fleck weicher Erde da drüben. Ja, aber ich kann nichts tun. Ah, jetzt auf einmal geht's. Aha. Was? Erstmal lockere Erde. Reine, unverrochte Erde. Sie duftet frisch und gut. Okay, dann die Zauberbohne. Eine Bohne, die du so schnell wie möglich einpflanzen solltest. Bohne rein. Und dann noch sehr kaltes Wasser. Es glitzert in der Sonne. Das Zauberwasser, ne? Macht Sinn. Und nun? Was passiert? Irgendwie nicht viel. Doch! Blätter. Ja, da gedeiht etwas. Das Ding wird ziemlich groß. Ja. Ja, bis in die Wolken. Und seht euch die Wolken an. Ein Küchlein, Kirsche, ein Lolli. Oh, die Wolken sehen... Wisst ihr was? Die Wolken sehen lecker aus. Da würde ich gerne mal reinbeißen. Ich weiß nicht wieso, aber ist einfach so. Hohoho, ein Erfolg. Zieh dir nur die Ranke an. Jetzt kannst du den Nebelpfad erreichen. Viel Glück, Sohn. Mein Platz hier bekommt immer weniger Sonne. Wie unangenehm. Ja, und jetzt? Kann ich da hochklettern oder so? Oder... Was? Ach so, ein... Ach so. Pflanzentastischer Aufzug. Ein Aufzug. Okay, schön. Ja, es geht nach oben. Wir haben es ja kapiert. Mario, warum... Hast du eine Laufanimation jetzt eigentlich? Nur mal so. Naja, wir sind auf jeden Fall oben. In den Wolken. Und ich kann mich bewegen. Yeah. Erstmal nach links. Stimmt, irgendwas versteckt, oder? Nein? Gar nichts? Wie geht's uns denn? Wir haben keine BP mehr und auch keine Sternenenergie. Das ist ein Problem. Ah, da könnten wir lang gehen. Und es gibt nur diesen einen Weg, ja. Gut. Dann fahren wir am besten mit Lucky Lester umher. Beziehungsweise mit Spike. Oder Hugo meinetwegen. Und... Ja, damit sind wir schneller unterwegs, aber... Aha, da müssen wir springen. Schick hier oben, wirklich sehr schick. Ich habe Angst, dass bald mal Gegner auftauchen. Was ist das? Okay. Was ist das? Hey, was? Bist du der Mann namens Mario? Hast du die Puff-Puff-Maschine zerstört oder nicht? Was hat dich dazu getrieben? Du hast meinen Plan, die Blütenfelder zu zerstören, völlig ruiniert.
Ich war gerade dabei, diese sonnenüberflutete Hölle in ein Wolkenparadies zu verwandeln. Aber ich kann wohl nicht verlangen, dass jemand von deiner Intelligenz das alles versteht. Bist du das, Spike? Du hast mich also verraten. Du wirst deine Strafe erhalten. König Bowser hat mir den Stern überantwortet. Überantwortet? Was ist das für ein Wort? Niemals werde ich es zulassen, dass er in deine Hände gerät. Ihr beide sollt für eure Verbrechen bestraft werden. Oh mein... Was zum... Bist du jetzt dieser Schnaufuller-Typ? Ja, und ich bin überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ja, fantastisch. Fantastisch. Warum konnte ich mich nirgendwo heilen? Okay, erstmal. Scanner. Schnaufuller, okay. Das ist Schnaufuller. Er ist ein gigantisches Wolkenmonster. Maximal KP 60, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Seine Donnerattacke ist sehr gefährlich. Wenn du dich nicht verteidigst, wirst du massiven Schaden erleiden. Wenn du ihn angreifst, erscheinen kleine Wolken namens Schnuffis. Ihre Anzahl entspricht dem erlittenen Schaden. Wenn du die Schnuffis in Frieden lässt, wird Schnaufuller sie schlucken und seine KP regenerieren. Du musst geschickt taktieren, um diesen Kerl zu schlagen. Aha. Na gut, dann... Shit, ich habe keinen Fokus und nichts. Wisst ihr was? Shelly Royale. Ja, das muss sein. Wir brauchen BP. So. Und jetzt. 5. Zu viel. Viel zu viel. Okay. Ich weiß nicht weshalb, aber ich möchte gerne mit Spike kämpfen. Ich habe so eine Idee. Erstmal... Ich muss springen, ja, okay. Erstmal Powerhüpfer. Ja, da kommen solche kleinen Kackviecher. Okay, es waren 6. Jetzt, was hast du denn? Einen Gegner? Stachy-Eier auf alle Gegner. Das klingt... Oh mein Gott. Drück es wenn möglich nach links. Moment. Bam, 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 bam. Alles treffen. Ach, die Kleinen sind dann... Ne, die Kleinen sind nicht alle weg. Meister Schnaufuller, ich will Mario auch verkloppen. Erteilen Sie mir die Erlaubnis zum Angriff? Ja, auf ihn. Oh nein! Oh, was drückt es denn möglich? Ja! Oh Gott! Und sie sind... Oh, sind immer noch da. Na toll. Was macht er jetzt da? Ah! Gott! Ich drück doch A! 3 Schaden. Oh Gott, da muss ich ultra lange A drücken. Ach du Scheiße. Okay, wir machen aber so mal weiter. Schnaufuller selber, okay. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Okay. Dann nochmal Stachelwurf auf alle Gegner. Das ist gut. Das werde ich mit nach links drücken. Okay. Bam, 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 bam. Aber auf alle Gegner. Das stimmt ja gar nicht. Ich treffe gar nicht alle Schnuffis. Das ist ein Problem. Oh nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Oh nein, was machst du jetzt? Frisst deine... Okay, du hast 4 KP regeneriert. Damit kann ich in der Tat sogar leben. Ehrlich gesagt. Nein, das war verkackt. Das war verkackt. Aber wir müssen BP einsetzen. Ansonsten wird das nichts. Los! Es sind aber immer 2 kleine Wölkchen da und das ist ein Problem. Was ist so gewollt? Nun werde Zeuge der Macht meines Sturms. Meister Schnaufuller, lasst ihn mir! Oh nein! Ich nehme immer 2 Damage, oder? Das ist ein bisschen viel. Oh Gott, was macht er da? Oh Gott, wir haben ein Problem. Moment, 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 Moment!
Was, wenn ich jetzt das hier einsetze? Erzeugt eine Wolke, um Mario zu verstecken. Wie geht das? Drücke das, wenn Stern aufleuchtet. Okay. Das war gut, oder? Jetzt bin ich in so einer Wolke drin. Die Chance, getroffen zu werden, fallen. Okay. Weiß nicht, was ich machen soll. Fokus. Ich brauche Sternenergie. Ich habe Angst, was jetzt für ein Angriff kommt. Nein, was? Wieder A drücken? Nee, sie treffen mich gar nicht. Okay, sehr gut. Was macht jetzt der da? Kann ich das timen? Kann ich irgendwas drücken? Es ist mir nichts... Oh, es ist mir echt nichts passiert. Fantastisch. Wir machen weiter wie bisher. Wir machen weiter wie bisher. Konzentration. Der Typ erscheint mir gar nicht mal so extrem stark. Dann wieder Stachelwurf. Bam, 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 bam. Fress das alles. Überhaupt nicht übertrieben hier. So, noch 28. Ich mache ja zu wenig Damage. Okay, sie treffen mich nicht. Das ist gut. Der Typ macht wieder... Muss ich was drücken oder nicht? Ne, er hält sich wieder um 4. Okay. Okay, ich habe ja keine tollen Items irgendwie. Ne, Volterpilz bringt mir eigentlich gar nichts. Wiegen... ich habe bald den Sternsturm voll. Ich habe ihn bald voll. Ich spare jetzt einfach mal BP. So. Du... Lucky Lester Schrägstrich Spike, machst nochmal den Stachelwurf. Zweimal kannst du noch. Warum konnte ich mich nicht heilen vor diesem Kampf? Das war echt übel. Oh, diese verdammten kleinen Viecher, ey. Oh nein! Ich war nicht bereit, dass die mich treffen. Was macht er jetzt? Ist er jetzt wieder geladen? Okay, ich muss nichts drücken, okay. Oder? Ich bin bereit, um... Habt ihr gesehen, wie der guckt hat, so... was soll ich machen? Nochmal normaler Hüpfer. Reicht, glaube ich, aus. Und 3 Damage gemacht. Gut. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir keine BP mehr. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Nein, muss ich drücken? Ich muss drücken. Okay, weg sind sie. Mein Finger. Oh, shit. Ein Problem. Wolke Nummer 9 ist weg. Okay, ich brauche BP. Ahornsirup. Oh mein Gott, Angst. Angst, Angst, Angst. Ich kann beinahe nichts machen. Aber Wolke Nummer 9 könnte mir echt den Arsch retten, wenn ich es wieder hinkriege. Okay, Konzentration. Okay. Gut, 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 gut. Vielleicht hatte ich vorhin auch viel Glück, aber ich darf nicht getroffen werden, das wäre fatal. Und hier treffen sie mich. Aber schon. Shit, zweimal getroffen. Nur noch 9 KP. Wir haben ein Problem, verdammt nochmal. Oh Gott. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ach stimmt, ich habe ja einen Lebenspilz. Oh mein Gott, ich habe einen Lebenspilz. Oh shit, Leute, das wird übel knapp, Leute. Das wird verdammt nochmal knapp. Fuck, was soll ich nur machen? 16 KP. 16 KP. Ich weiß nicht, was ich machen soll, verdammt nochmal. Stachelwurf kostet 4. Also, nee, es reicht nicht ganz aus. Scheiße, verdammt nochmal. Ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Ahornsirup. Ja. Ich möchte noch ein paar BP haben. Auf jeden Fall.
und dann hoffen, dass ich nicht getroffen werde. Denn in der nächsten Runde könnte ich sie theoretisch töten, diese Scheißwolke. 12. Okay, es wird eng. Nein, nicht mich treffen, bitte. Ich drücke A, ich drücke... Okay, ich muss nicht. Okay. Muss ich drücken, muss ich drücken? Ah, shit, das Vieh hält sich wieder. Verfluchte Scheiße nochmal. Okay, ist aber in Ordnung. Erstmal... Ja, Sternensturm. Wir werden in dieser Runde nicht besiegen. Ist ja in Ordnung. Aber wir machen verdammt guten Damage. Komm schon. 7, okay. Und jetzt kommt noch Spike. Stachelwurf. Macht nochmal 4 Damage. Wenn jetzt nichts mehr schief geht, könnten wir dieses Kackvieh echt in der nächsten Runde besiegen. Na? A drücken. Okay, okay, okay. Oh, es ist so scheiße knapp, Leute. Es scheint, als hätten wir Ärger. Ich sollte mit den Spielchen aufhören und ordentlich zuschlagen. Was? Nein! Werdet ihr es schaffen, Meister? Wir sind noch nicht am Ende. Jetzt komme ich! Oh nein! Du darfst jetzt nichts machen! Was? Was passiert jetzt? Oh, wa... Ach du Scheiße! Gefahr! Holy fucking shit, what the fuck? Stachelwurf, komm! Oh mein Gott, ihr habt noch 1 KP! Los! Mach sie platt! Noch 1 KP! 1 KP! Okay, okay. Sollte funktionieren. Mario, spring, wie du noch nie gesprungen bist. Normaler Sprung sollte reichen. Komm schon. Und zack. Leute, ich glaube, wir haben's. Oh mein Gott. Mit 1 KP überlebt. Oh, sogar ein Lebenspilz ging drauf. Ach du Kacke. Nein, ich kann nicht verlieren. Doch kannst du. Boah, der war jetzt echt heftig. Die ganzen kleinen Schnuffis. Oh, war jetzt das heftig, verdammt nochmal. Aber wir haben es geschafft. Ohne Vorbereitung, wir konnten uns nicht mal heilen vor dem Kampf. Versteht ihr? Das war echt übel. Aber da ist die Karte mit dem zweitletzten Stern, oder? Ich glaube, ja. Boah, war jetzt das übel. Her mit der Karte! Und wir haben's geschafft! Kapitel Ende! Schnaufulla, die übelste Wolke aller Zeiten, ist nunmehr Nebel, aus dem der 6. Stern hervortrat. Die dichten Wolken, die Schatten auf das Land warfen, sind nun fort und die Sonne strahlt wieder. Nur noch 1 Stern wartet auf seine Rettung, um seinen Platz in der Sternenzuflucht einzunehmen. Vielleicht darfst du bald schon Prinzessin Peach wiedersehen. Vielleicht. Denn auch Cammy Cooper wartet schon voller Ungeduld auf ein baldiges Wiedersehen. Auf dich und deine Niederlage. Natürlich speichern und weiter. Aber Leute, erstmal würde ich sagen, das war's für heute mit Paper Mario. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!